Willkommen bei Dishonored. So, ich weiß nicht, warum ich immer Dishonored sage. Es heißt Dishonored. Somit das auch mal klargestellt ist. So, wir sind da ja auf den Dächern und müssen hier irgendwie zu den Zugbrückenscheinwerfer, um den Sokolov hier irgendwo zu entführen, der hier irgendwo da vorne ist. Ich weiß nicht, ob ich versuchen soll, Achtung, oben zu Bürger und gehen, was hier Besucher aber unserer eher Stadt. unwahrscheinlich Auf scheint. Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Oder ob ich Ausgangssperre. unten Bis gehen zu deren soll. Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Ich schau mal, ob ich da Fußverkehr rüberkomme. erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Scheiße, falsche Fußverkehr erlaubt. Taste! Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Mist! Nein! Leute, so geht das nicht. Leute, das wollte ich nicht. Nee. Ach. Leute, wisst ihr was? Ich lade jetzt meinen Spielstand. So. Weil das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich schon, dass mich hier niemand entdeckt. Nicht, dass mich hier jeder entdeckt. So, also auf ein neues. So, darauf komme ich schon mal nicht. So, wieso laggt das jetzt so? So, da drüben komme ich. Ich weiß nicht, ob ich von da drüben raufkomme. Das müsste ich mal testen. So, wenn ich diese Stiegen hier rauf gehe. Nein! Schalte den Alarm ein! Nein, Leute! Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt! Auf Anordnung des Regenten Nein, ich will herrscht keinen Alarm. Ausgangssperre. Bis Wir zu wollen hier deren keinen Alarm. Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Nein, bitte! Achtung an alle Bürger! Ach, ich bin Derzeit so ist auf der ungeschickt! Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ja, was ist denn jetzt? Wieso geht denn das nicht? Ich finde das gerade gar nicht gut, Leute. Wieso haben mich die bemerkt, die Idioten? Ja, mir ist das egal jetzt. Vielleicht geht's auch irgendwie so. Bin einfach wirklich zu dämlich für das Spiel, glaube ich. Macht das keinen Spaß. Zumindest. Ja. Bin ein bisschen dämlich, wisst ihr? Ich stelle mich echt ein bisschen dämlich an, aber nur ein bisschen. So, egal. Notfalls schalte ich doch alle aus. So, nachdem hier der Alarm jetzt ausgelöst wurde. Helft mir, ihn zu finden. Finde ich das jetzt mal gar nicht gut. Da Ja, bist ja, du ja. ja, ja. Jetzt Ja, hab ich ja, ihn. ja. Attentäter, Hilfe! Dreckskerl, da bist du ja. Dreckskerl, ja genau. Dreckskerl. Mir ist das jetzt egal. Kill ich alle. Errungenschaft der freigeschaltet, Manipulator, dann ist das nicht toll. Beute nehmen. Ja, dann halt. Achtung, Bürger und Besucher Dann unserer halt so, Stadt. wenn sich dann Auf das geht. Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Ja, toll. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Okay, das Corwin-Brücke wollte ich kein eigentlich nicht. Fußverkehr erlaubt. Aber Ausgangssperre anscheinend endet schaffe morgen ich bei es einfach Sonnenaufgang. nicht, mich hier anzuschleichen. Bin ich einfach zu blöd dafür. So. Du legst dich einfach da jetzt da nach hinten hin. Und du auch, sicherheitshalber. Hier ist sowieso keiner mehr, aber mir ist das egal jetzt. Ja, Wiedersehen. Ciao, ciao. Okay, gut, vielleicht schaffen wir den Rest dieser Mission irgendwie hier raufzukommen, sag ich mal.
Ich werde das mal speichern. Tja, irgendwie ärgert's mich. Ich würde schon gern mal durchkommen, ohne hier dauernd ertappt zu werden. Das nervt schon ein bisschen. Ganz ehrlich. Geh weg, Ratte. Aber irgendwie... Wie gesagt, bin ich ein bisschen zu blöd dafür. Alarmglocke. So, was ist das? Hier muss ich diese Scheinwerfer hier ausschalten. Scheint so, oder? Okay. Gut. Na dann gehe ich mal da irgendwo. Ich frage mich echt, wie ich hier rüberkomme. Ich hab gerade keinen blassen Schimmer, Leute. Okay, weiter geht's. Hallo Ratte. Tut mir eh nichts, oder? Hab gehört, du hast mich am Kartenspielen komplett aufnehmen lassen. Achtung, Bürger und Besucher und hier ist irgendwer. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auch der Verkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Lagerhausschlüssel erforderlich. Ja, und wie, wie komme ich dazu? Irgendwie läuft doch hier gerade alles schief, oder? Hey, Lagerhausschlüssel. Was ist hier? Sammle Baupläne, um neue Verbesserungen und Ausrüstungsgegenstände in Pieros Werkstatt beim Hans Bitpap freizuschalten. Sehr gut. Sehr gut. Noch irgendwas. Okay, was ist das hier? Hier brauche ich wahrscheinlich so einen Walöltank, nehme ich mal an, oder? Sieht jedenfalls so aus, als würde ich einen brauchen. Schätze ich mal. Ist hier so ein Walöltank, Dings. Bummens. Okay, gut, ich gehe nochmal runter, so, wenn ich schon in dieses Lagerhaus komme. Oder soll ich lieber noch raufschauen? Na, ich schau noch mal lieber rauf. Vielleicht übersehe ich sonst wieder irgendwas und dann haben wir wieder den ganzen Trubel. Da kommen wieder 1000 Wachen und sicher ist alles. So, komme ich hier irgendwie rauf? Gut. Eine Kette. Okay. Vielleicht ist es einfach ein optionaler Weg, wie ich gehen kann. Ich weiß es natürlich überhaupt nicht. Was das hier überhaupt sein soll. Ich bin ein bisschen überfordert. So, ich gehe mal die Kette hoch. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten. Ja! Genau. Bis zu deren Aufhebung. Egal. Kein Fußverkehr. Oder soll ich es nochmal probieren? Ich probiere es nochmal. Achtung an alle Bürger. Keine Ahnung, was das da sein soll, natürlich. Geh doch. Kommst du hier nicht durch? Ich stelle mich einfach wirklich zu dämlich an, Leute, ganz im Ernst. Also entschuldigt wirklich, ich muss echt sagen, entschuldigt meine Spielweise. Ich denke mir manchmal selber, was mache ich eigentlich hier? Ganz im Ernst, das ist ganz schlimm, vor allem bei diesem Spiel, wo das Spiel wirklich total Spaß macht. Aber irgendwo ist da der Wurm drin, ne?
Ja, keine Ahnung, was ich hier machen soll, ganz im Ernst. Ich werde hier einfach wieder in diesen Lagerraum gehen. Jetzt und dann. Ja, genau, machen wir das. So, hier geht ja ein Weg rauf. Tja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Ist ja ganz logisch. Ist ja ganz logisch, ne? So, vielleicht komme ich hier von hier oben irgendwo hin. Keine Ahnung, natürlich wohin. Achtung, Bürger und Besucher. Ja, mir ist das jetzt egal, ganz im Ernst. Ich gehe jetzt einfach. Ich gehe jetzt einfach in diesen Lagerraum und lass das Ding da Ding sein, was auch immer da jetzt zu tun ist. Keine Ahnung, keinen Plan. Vielleicht muss ich das auch erst später machen. Keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, ich speichere mal hier. Und dann auf ins Lagerhaus. Okay, hier ist einer. Den zu ermorden. So, du legst dich mal dahin. Okay, haben wir schon mal geschafft. So, ich werde gleich mal speichern. Entschuldigt bitte diese viele Speicherei, aber es ist besser, ich speichere zu oft als zu wenig. Wie wir hier sehen können, werde ich ja ständig entdeckt. Okay, hier ist noch einer. Leider kann ich hier oben nicht gehen, weil sonst würde ich nämlich den oberen Weg hier nehmen. Hey, du bist so ein Hitzkopf. Der kann mich natürlich so nicht sehen. Obwohl das ja überhaupt nicht auffällig ist. So, und du gehst dann mal schön. Ja, geht doch. Bleib doch hier nicht stehen. Beschissen. Mann, ich hab keinen. Was? Was sagt er? Diese beschissene Blablabla? Keine. Das schaue ich mir mal besser an. Du wirst dir gleich einiges hier anschauen. Komm, zu deinem Freund. Okay. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf speichern. Okay, dann hätten wir eigentlich nur noch einen, ne? Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Wie gesagt, ich würde ja irrsinnig gern hier oben gehen. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Aber ich weiß nicht, ob das auch geht, einfach. So, hier kommt er wieder. Ich weiß nicht, ob das nur noch eine ist oder mehrere, nachdem ich ja meine Nachtsichtbrille hier nicht verwenden kann oder nicht weiß, wie das funktioniert. Ist es ein bisschen blöd. Die beschissene Fnautusen. Irgendwas. Ah! Bitte nein! Du! Scheiße! Gibt's ja nicht! Gibt's ja nicht! Ja, verschieße ich meinen. Ja, das gibt's ja nicht. Ich brauche echt einen anderen Schlachtplan, Leute. So geht's echt nicht weiter. So blöd, wie ich mich echt anstelle, das gibt's ja nicht. Das kann doch nicht sein, oder?
Kann doch echt nicht sein. Wie gesagt, irgendwo ist hier der Wurm drinnen. Ich muss mir hier irgendwas anders einfallen lassen, um hier weiterzukommen. Und zwar schleunigst. So, ich probiere das jetzt einfach mal mit Teleportieren. Mir ist, dass das jetzt nicht funktioniert, kann ja nicht sein. Geht natürlich alles nicht, ne? War ja klar. War ja klar. Ja, lauf, lauf. Ja, nein! Nein! Stirbt! Ja, hilft dir selber. Okay, hier sind einige. Nein! Hier ist niemand. Ach, verdammt. Es sind überall Wachen, Leute. Das ist echt nicht mehr komisch. Ja, ich weiß, dass hier wer umgebracht wurde. Nicht mal witzig. Ganz im Ernst, Leute. Ich hab genug. Ich hau ab. Leute, irgendwie. Okay, der hat genug, der haut ab, sagt er. Tja, aber haust du nun wirklich ab, oder? Okay, gut, jetzt sind wir oben. Jetzt, wo es eigentlich nicht mehr so nötig wäre. tja. Was ist das hier drüben? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Tja, Leute. Okay, ich würde sagen, bevor wir weitergehen, werde ich wieder einen Cut machen. Auf jeden Fall. Und im nächsten Part sehen wir dann die spannende Reise von mir, wie ich es dann vielleicht doch schaffe, hier weiterzukommen. Oder auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Bis dann.